Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, ist schon eine Weile her, ziemlich genau ein Jahr. Da hat der Landesvorstand der Bremer AfD den Vorstand des Kreisverbandes Bremen-Mitte-West der AfD abgesetzt, weil dieser Kreisverbandsvorstand gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei verstoßen habe, so die offizielle Version. Inoffiziell war der Kreisverband dem Landesverband wohl einfach zu liberal und zu aufmüpfig. Jedenfalls geht es seitdem munter hin und her, Parteiausschlussverfahren hier, Gegenklagen da, Behauptungen, Beschimpfungen, Unterlassungsverfügung, alles dabei und das auch in aller Öffentlichkeit. Hauke Hirsinger. Wie das so ist mit der schmutzigen Wäsche. Jeder hat sie und jeder muss sie irgendwann waschen. Am besten allerdings zu Hause, ganz privat. Geht ja niemanden was an, doch was im Allgemeinen gilt, gilt nicht für die AfD Bremen. Die macht das seit langem in der Öffentlichkeit. Heute besonders prominent hier am Landgericht. AfD gegen AfD, der Landesvorstand gegen Frank Regner vom bereits aufgelösten Kreisverband. Naja, es ist nicht die Schmutzwäsche der AfD, sondern es ist die schmutzige Hose einiger Leute, die meinen, sie müssten die Schmutzanwürfe öffentlich von ihrer Hose bereinigen. Das ist, glaube ich, eher so richtig. Hosen oder Wäsche? Ein wenig verworren ist das schon. Vor einem Jahr hat der Landesvorstand der AfD Bremen den AfD-Kreisverband Bremen-Mitte-West einfach aufgelöst. Frank Magnitz warf insbesondere Frank Regner Beleidigungen, Diffamierungen und üble Nachrede vor. Konkret geht es um einen Satz, den Regner im Netz veröffentlichte. Ich finde es unerträglich, dass sich der Landesvorstand gemein macht mit Gruppierungen, die demokratiefeindlich sind und die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Jetzt verklagt AfD-Landesvorstand Ex-AfD-Kreisvorsitzenden. Ich hoffe, dass Justitia nicht blind ist und oder doch blind ist und ohne Ansehen von Person und Partei Recht sprechen wird. Ob Justitia heute nun blind war oder nicht, sie macht zumindest kurzen Prozess. Nach 30 Minuten ist klar, heute gibt's kein Urteil. Aber das Gericht macht keinen Hehl daraus, dass der AfD-Landesvorstand bei seinem Waschgang keine Chance gegen Ex-AfD-Regner haben dürfte. Vorfreude. Wir können jetzt schon die Sektkorken knallen lassen, wie man so schön sagt. Ne? So. Sonst noch irgendwas? Rechnen Sie noch mit weiteren Klagen von Herrn Magnitz? Weiß ich nicht. Also, wenn die dann noch Geld haben, anschließend können sie ja weiter klagen. Um echte Reinheit sei es bei diesem Waschgang ohnehin gar nicht gegangen, vermutet der mutmaßlich Unterlegene. Ein Lehrstück der politischen Gerichtsbarkeit in Bremen. Und als ob das nicht alles schon verworren genug wäre, Anfang der Woche prozessierte die AfD schon mal gegen die AfD. AfD-Mitglied Peter Scharlau wollte seinen von Magnitz geforderten Parteiausschluss verhindern. Was sagte Rambo? Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Und wenn Mao diesen Krieg haben will, dann bekommt er ihn auch. Wer ist denn Mao? Ach so, das ist der große Vorsitzende, Herr Frank Magnitz. Mao, Magnitz, Rambo, wer soll da denn noch durchsteigen? Und dann gibt es auch noch ganz viele solcher Parteiausschlussverfahren bei der Bremer AfD. Es gibt 14 und diese 14 konzentrieren sich im Wesentlichen auf vier Leute, die vier oder zum Teil drei solcher Verfahren auf sich selber beziehen. 3 mal 4... oder so, also nur 14 Verfahren und ein bisschen Unterlassungserklärung. Alles ganz harmonisch bei der AfD Bremen. Da ist die Wäsche ja bestimmt bald total sauber. Mit Sicherheit, ja.